Die Terroristen sind also unter uns. Und die gilt es zu finden, klar. Wenn sie sich unterhalten am Telefon, wenn sie sich verabreden per Internet. Wenn sie es denn tun. An diese Daten will der Staat ran. Deshalb will die Bundesregierung solche Verbindungen jetzt speichern. 6 Monate lang. Damit man Kommunikationswege nachvollziehen kann. Das Blöde ist nur, keiner weiß, wer die Terroristen sind. Deswegen werden eben alle Daten gespeichert. Von Ihnen, von mir, von allen 80 Millionen Deutschen. Immer wenn Sie telefonieren, jede Mail, jede SMS. Denn für den Staat sind wir eben alle potenzielle Terroristen. Leider ist das nicht mehr nur eine Idee, sondern ein schon fast beschlossenes Gesetz. Gesine Enwelt und Kersten Schüssler über ein äußerst fragwürdiges Vorhaben. So sieht ein Ermittlungserfolg aus. Vor wenigen Wochen Festnahme der 3 mutmaßlichen Terroristen. Trotz des Erfolgs will die Große Koalition höher hinaus. Mit neuen Gesetzen will im großen Stil nun ran an die Kommunikationsdaten der Deutschen. Wir erfahren bei der Terrorbekämpfung, dass zunehmend eben die Kommunikation, auch die elektronische Kommunikation, eine ganz große Rolle spielt. Das heißt also, wir müssen auch dort Verbindungsdaten abrufen können. Das dient der inneren Sicherheit. Und da muss man natürlich sich nicht dümmer stellen als die Terroristen selber und muss die Kommunikationsstränge nachvollziehen können. Aktionismus in Zeiten des Terrors. Das neue Gesetz heißt Vorratsdatenspeicherung. Ein Wortungetüm, hinter dem die weitgehende Überwachung der Kommunikation steckt. Die Regierung will Verbindungsdaten aller Bürger speichern lassen und für ein halbes Jahr zurückverfolgen können. Das ist in meinen Augen Hysterie. Es ist die Fortsetzung des sogenannten Krieges gegen nun das organisierte Verbrechen, gegen den Terrorismus, gegen was immer. Und der Staat fängt an, zu einem Überwachungsstaat zu werden. Das heißt, er verrät seine eigenen Grundsätze, er verliert seine eigene Würde, weil er ein Schnüffelstaat wird. Im Visier stehen jetzt alle. Jeder unbescholtene, harmlose Steuerzahler, wie dieser. Wann telefoniert er mit wem auf dem Festnetz? Gespeichert wird seine Nummer, der Angerufene, Datum und Zeit. Geheimdienste und Polizei dürfen diese privaten Verbindungsdaten nutzen. Aber nicht nur bei Terrorismus und schwerer Kriminalität, sondern auch bei allen Vergehen, die per Telekommunikation begangen werden, und sei es Beleidigung. Auch wenn der Ahnungslose ins Internet geht, E-Mails verschickt, der Staat will wissen, wer schrieb an wen wann. Gespeichert und identifiziert wird fortan der Computer des Bürgers und seine Verweildauer im Netz. Wo hat der Bürger mobil telefoniert? Wo war er? Ab Januar wohl auch kein Geheimnis mehr. Alle Handyverbindungsdaten von jedem Einzelnen werden gespeichert, inklusive der sogenannten Funkzelle, also dem Standort, an dem er sich befindet. Es sind wahrscheinlich eher die 80 Millionen Deutschen, die erfasst werden. Diejenigen, die eine Straftat begehen wollen und wissen, dass es diese Vorratsdatenspeicherung gibt, werden Wege und Mittel finden, um sich ihr zu entziehen. Terrorabwehr nämlich funktioniert anders. In diesem Haus wollten die 3 Islamisten ihr explosives Gebräu zusammenmischen. Gefasst wurden sie auf Basis der bereits bestehenden Gesetze. Die Ermittler haben sie verwanzt, belauscht, rund um die Uhr beobachtet. Verbindungsdaten hätten nicht weitergeholfen. Terroristen und intelligente Verbrecher vermeiden elektronische Spuren. Sie nutzen anonyme Münztelefone oder Internetcafés. Sie hacken sich in kabellose Internetnetzwerke von ahnungslosen Bürgern ein. Sie verstehen es immer besser, unsichtbar zu bleiben. Vorratsdatenspeicherung spielt eine, wenn überhaupt, sehr untergeordnete Rolle bei den bekanntesten Aufklärungserfolgen von Terroranschlägen. In Madrid 2004 oder auch erst jüngst in der Bundesrepublik hat Vorratsdatenspeicherung oder Online-Informationen haben überhaupt keine Rolle gespielt. Eine Studie des BKA von 2005, über die heute keiner mehr reden will. Über 6,4 Millionen Straftaten wurden hier erhoben. Nur bei 381 Fällen hätten die Verbindungsdaten bei der Aufklärung helfen können. Ein streng geheimer Ort mit Tarnadresse, ein Rechenzentrum von Europas zweitgrößten Internetdienstleister. Täglich fließen hier 300.000 Gigabyte und 250 Millionen E-Mails durch. Diese Verbindungsdaten zu speichern wird teuer. Bezahlen soll seine künftige Überwachung der Bürger selbst. Das neue Gesetz wird zu einer ungeheuren Datenflut führen. Nicht die Datenflut selbst ist das Problem, sondern die Auswertung dieser Daten. Das kostet enorme Summen Geld.
20, 30 Millionen pro Jahr laufende Kosten, wahrscheinlich um die 500, 600 Millionen Einmalkosten, wer denn hier auf den Verbraucher zukommt, wer denn hier auf den Kunden von Telekommunikationsunternehmen zukommt, obwohl es eine ganz eindeutig staatliche Aufgabe ist. Doch wem nutzt die Massenerfassung durch die Vorratsdatenspeicherung wirklich? Hier im Kinderzimmer sitzen die, so fürchten die Kritiker, die vor allem ins Visier geraten. Jugendliche beim verbotenen Herunterladen von Filmen, Musik oder Klingeltönen. Die Musikindustrie will wissen, wer sie sind. Dafür braucht sie die Verbindungsdaten und freut sich auf das neue Gesetz. Das Gesetz, das zur Terrorabwehr kreiert worden ist, soll dann missbraucht werden, um illegales Downloaden von Klingeltönen zu ahnden. Das ist aus unserer Sicht außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit. Wer auch immer an einem beliebigen Tag um 13.18 Uhr auf dem Berliner Alexanderplatz telefoniert, wenn der Staat will, wird er es wissen. Die Vorratsdatenspeicherung zieht ihr unsichtbares Netz über die Republik. Durch die Maschen schlüpfen die Terroristen, hängen bleiben wir.